Willkommen zurück zum Let's Play Gothic 2 Die Nacht des Raben. So, wir hören uns weiter mal um hier in dem Eingangsbereich, wo die ganzen Wassermagier rumlaufen. Geister habe ich noch nicht gesehen. Lehre mich, die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. In der Sprache der Priester sind vor allem heilige Schriften verfasst, die die Geschichte. Jeder dieser Texte ist eine wahre Kostbarkeit. Okay, das kostet 15 Lernpunkte. Dann gucke ich mal, wie viele Steintafeln ich jetzt habe. Steintafel der Magie 3, das ist wahrscheinlich die dritte Phase dann. Lebensenergie habe ich. Einhandkampf. Okay. Armbrustschütze 2. Eigentlich kann ich damit nicht allzu viel anfangen. Darum habe ich wahrscheinlich auch damit noch gewartet. Und ich werde auch weiterhin damit warten müssen. Gut. Nefarius. Die Reise durch das Portal. Bisher habe ich. Okay. Das ist gut. Jetzt sehe ich schon wieder Kronos. Ich glaube, die Piraten wollten wissen, warum Raven oder beziehungsweise die Banditen überhaupt hier im Sumpf sind. Da werde ich dann auch gleich mal hingehen und Bericht erstatten. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Das hast du wirklich gut gemacht. Ich kann dir nur zu deinem Werk gratulieren. Jetzt laufen sie wieder alle. Beeindruckendes Bild, findest du nicht? Hier hast du ein paar Goldmünzen. Ja, Gold hat bei denen scheinbar keinen allzu großen Wert, wenn die mir immer so viel davon geben. Zum Canyon. So, ich speichere mal. Und dann erstatten wir mal Greg Bericht, denn wir wissen ja jetzt, warum die Banditen hier sind. Wir wollen einfach nur jetzt die Sklaven befreien und in den Tempel rein. Das ist die einzige Aufgabe, die uns jetzt noch geblieben ist. Erstaunlicherweise habe ich aber in der Mine keine Minecrawler gesehen. Das werde ich, glaube ich, noch untersuchen müssen. Das ist ein bisschen seltsam. Ich hoffe einfach nur, dass das nicht schon wieder irgendein Bug ist. Darauf könnte ich echt gut verzichten. So, dann müssen wir mal zu Greg gehen. Greg wollte das ja wissen. Oh, das sah so ein bisschen nach Silvesterrakete aus. Naja, noch ist es ja nicht ganz so weit, ne? Ich bin ganz deiner Meinung. Ja, der ist ganz meiner Meinung, das ist gut. Dann speichere ich mal. Das ist eine schlimme Sache. Die Banditen haben eine Goldmine gefunden. Ich wusste es! Deshalb sind sie hierher gekommen. Kein Mensch lebt freiwillig in dem monsterverseuchten Sumpf. Gute Arbeit. Hier, ich hab was für dich. Ring erhalten. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Eine ziemlich große Nummer in der Kolonie. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist und warum die Leute ihm folgen. Aber ich bin mir sicher, er brütet etwas aus. Er ist nicht der Typ, der sich im Sumpf versteckt. Das ist eine schlimme Sache. Wo ist dein Schiff? Das glaubt mir kein Mensch. Da ist Monat vom... Okay, das haben wir alles schon gehört. Das war doch schon vorher. Wie bist du? Ich habe einen Tunnel gefunden. Bei der alten Pyramide war von ein paar Morgiern bewacht. Hab mich an den Blindfischen einfach vorbeigeschlichen. Zuerst dachte ich, das wäre eine alte Grabkammer und wollte nur mal gucken, ob da was zu holen ist. Hab nicht schlecht gestaunt, als ich plötzlich in meinem geliebten Tal rauskam. Dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens vor der Miliz wegrennen. Okay, das hast du ja ganz toll hinbekommen. Gut, wir hatten hier noch eine Quest und zwar sollten wir hier einen Schattenläufer noch killen. Aber ich glaube, diese Quest ist noch ein bisschen zu hoch für uns. Wobei, wir könnten es eigentlich probieren. Es wird sowieso gerade schon wieder Nacht. Dann gehe ich mal eine Runde pennen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht mittlerweile einem Schattenläufer gewachsen sind. Ich glaube es zwar nicht, aber ja, mal gucken, ne? Ich kann ihn ja mit Feuerpfeilen behaken, aber es wird ihn, glaube ich, nicht großartig beeindrucken.
Ich speichere mal hier, dann kann ich hier direkt wieder anfangen, weil der Weg ist ja ziemlich lang. Dann mache ich es mit Pfeil und Bogen. Ich mache erstmal Feuerpfeil. Ich mache erstmal Feuerpfeil. Und wenn er dann ankommt, schalte ich um auf Pfeil und Bogen und guck dann mal so, wie er darauf reagiert. Okay, das ist nicht so befriedigend. Und Pfeil und Bogen macht auch nicht so wirklich viel Schaden. Also sind wir ihm absolut noch nicht gewachsen. Gut, gut. Dann wissen wir es jedenfalls. Also, nächster Stopp, Bloodwyn. Wie kriegen wir Bloodwyn da raus? Ich habe da so einen Plan. Man könnte ja rein theoretisch die Wachen am Tempel einschläfern. Das sind zwar ziemlich viele Leute. Aber so würde ich auf jeden Fall in den Tempel reinkommen. Nur auf die Kraft ran. Also, komm mir nicht so. Jetzt muss ich bloß mal gucken, ob ich überhaupt einen Schlafzauber habe. Wo war denn? Achso, da. So sah der aus. Vergessen habe ich. Ah, Angst hätten wir auch. Den haben wir ja vorhin eingesammelt. Vielleicht nicht ohne Grund. Und Schlaf habe ich auch zweimal. Aber zweimal reicht halt nicht. Vielleicht kann ich damit zumindest einen wegscheuchen mit dem Angstzauber. Das wäre auf jeden Fall sehr gut. Das sollte mich schon wundern, wenn die Wachen nicht weglockbar wären. Ich möchte in dieser Folge auf jeden Fall noch ein bisschen weiterkommen. Denn wir sind immerhin lang genug hier rumgelaufen, ohne irgendwas erreicht zu haben. Also von daher wird es langsam mal Zeit, dass wir hier vorankommen in der Story. Da stimmt ihr mir wahrscheinlich zu. Es ist in den letzten Folgen ja nicht allzu viel passiert. Also mit letzten Folgen meine ich die, die vor 4, 5, 6 Monaten noch waren. So. Jetzt hat er sich wieder was aufgeschrieben. Jetzt muss ich wahrscheinlich hier wieder zurückgehen. Und ihm sagen, dass ich hier heile durchgekommen bin, oder wie? Ja, Darion war das, glaube ich, oder? Okay, er reagiert nicht drauf. Dann halt wieder zurück. Aber ich bin echt dankbar für diese Teleportersteine. So, hier unten steht ein Gardist. Der braucht aber davon gar nichts mitzukriegen, was hier oben abläuft. Und hier haben wir drei Wachen. Gut, dann probieren wir das mal aus. So richtig subtil war es ja nicht, dass da der Spruch Hör auf. Da so rumstand. Oder rumlag, besser gesagt. Ja, und alle hauen sie ab. Ausgezeichnet. Jetzt kommen wir hier rein. Welche Überraschung. Oh, da steht er auch schon. Oder? Ja, das ist er. Ich speichere das mal, dass ich hier drin bin. Steck die Waffe weg! Ah, ich glaube, es ist besser, wenn wir zumindest mal kurz mit ihm sprechen. Steck endlich die Scheißwaffe! Komm her, Mistvieh! Mistvieh? Ey! Warum die auch in den Tempel reinlaufen? Ich hab's immer noch drauf. Na toll. Komm her, Mistvieh! Das sind ein Haufen Erfahrungspunkte, die uns da jetzt flöten gehen. Mann, ey. Ich gehe nochmal zurück, damit die eventuell nicht da hinten reinlaufen, sondern gleich hier vorne wieder erscheinen. Scheint aber nicht zu klappen. Oh, am besten ich versteck mich. Ah, kletter hier hoch, Mann. So. Dann lauft erstmal an mir vorbei. Das sind jetzt zwei. Einer müsste noch auftauchen.
Aber der steht wahrscheinlich schon vorne, so wie ich das Spiel kenne. Da drin ist auf jeden Fall nicht mehr. Okay. Einer steht direkt hier vor. Ja, der steht, die stehen alle wieder vorne. Gut, wir haben hier noch eine Angstzauberspruchrolle. Von daher dürfte das zumindest passen. Ich nehme mal wieder meinen Pfeil und Bogen. Und dann freue ich mich mal auf das Gespräch, ne? Hey, wie bist du hier reingekommen? Durch den Eingang. Witzig. Ich hasse Witze. Oh, okay. Das war jetzt nicht so das Gespräch, was ich mir erhofft habe. Oh, 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 oh. Der ist auf jeden Fall sehr stark geworden. Da hätte ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen müssen. Sehr wirkungsvoll ist ja immer Eisblock bzw. Windhosenzauber. Wobei Eisblock besser wäre als Windhose, weil er sich da absolut gar nichts zur Wehr setzen kann. Aber natürlich habe ich keinen Eisblock hier. Und ich fürchte, der ist so stark, dass er nicht auf irgendwelche erschaffenen Kreaturen reagiert. Also statte ich mich mal mit Feuerball aus. Das wird hoffentlich genug Schaden machen. Hey, durch den Ei. Witze. Okay, ja, er hasst Witze, wir wissen's. So, dann kriegst du jetzt mal eine volle Packung. Ah, verdammt. So, jetzt haben wir ihm zumindest gut Schaden zugefügt. Hör doch auf uns zu jagen, Mann. Wir sprechen uns noch. Ah. Oh, war das eng. Okay, wir haben einen Schlüssel. Und, ja, das habt ihr schon befürchtet. Wir schneiden ihm den Kopf ab. Auch wenn er jetzt hier noch dran ist. Aber das sieht schon ziemlich gruselig aus, oder? Vor allem, soweit ich mich erinnere, haben wir diesen Kopf den Rest des Spiels im Inventar, wenn wir ihn nicht verkaufen. Das ist schon ziemlich grotesk. Okay, vielleicht können wir ja die Leute da vorne, die Wachen, mit dem Kopf beeindrucken. Immerhin sind die ja sehr gut auf ihn zu sprechen gewesen, wenn es um Kampfstärke geht. Okay. Lass mich in Ruhe. Du schon wieder? Blödkin, ja, okay, wir können's. Hier. Willst du mich jetzt immer noch aufhalten? Ist das Bloodwin? Boah, das ist ja... nein, ich meine, du kannst durch. Sehr gut, so habe ich mir das vorgestellt. Verschwinde! Also, wir können jetzt einfach hier reinlaufen, wenn wir Bock dazu haben. Genau so habe ich mir das gedacht. Ich brauche jetzt erstmal ein Bett. Nach dem anstrengenden Kampf mit Bloodwin. Auf jeden Fall können wir jetzt auch die Sklaven befreien. Und ich glaube, das machen wir auch, bevor wir Raven folgen. Denn der läuft uns ja jetzt nicht mehr weg. Ach komm. So, dann befreien wir mal die Sklaven, weil ob die noch durchhalten oder nicht, das kann man nie wissen. Nachher liegt die Hälfte tot da und ich krieg nicht so viel Erfahrung, wie ich eigentlich bekommen hätte. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Aber besser so als anders. Wie gesagt, Raven läuft uns jetzt nicht mehr weg. So, und du lässt jetzt die Sklaven frei. Ich speichere trotzdem vorsichtshalber mal. Hier kann man sowas nicht. Lass die Sklaven. Hast du hier? Hier. Reicht das? Steck das wieder weg! Das will ich nicht sehen! Es wäre besser für dich, wenn du die Sklaven jetzt freilässt. Warte mal! Bloodwin ist nicht der Einzige, der hier was zu sagen hat. Solange ich keinen Befehl von Taurus habe, wird hier niemand freigelassen. Du hast doch gesagt, dass die Sklaven Bloodwin gehören. Ja, ich habe aber auch gesagt, dass ich ohne Befehl von Taurus niemanden freilassen werde. Du gehörst zu den Typen, die ohne Befehl nicht mal pinkeln gehen, was?
Okay. Müssen wir halt nochmal zu Torus gehen. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Meine Meinung kennst du ja schon. Gut, gut, gut. Auf jeden Fall dürften wir jetzt bald eine Stufe steigen. Dauert auf jeden Fall nicht mehr lange. Und mit 47 Lernpunkten kann man auf jeden Fall ein bisschen was anstellen. Zum Beispiel dafür sorgen, dass wir endlich mal den Rapier wieder anlegen können. Das ist ja die momentan stärkste Waffe, die wir haben. Und dass wir ein bisschen zielgenauer mit Pfeil und Bogen werden. Und vor allem einen besseren Bogen anlegen können. Torus, ich brauche einen Befehl von dir. Was hast du eigentlich vor? Was? Du hast jetzt auch noch Bloodwyn aus dem Weg geräumt. Ich frag mich nur, wer der Nächste ist. Raven? Oder ich? Hast du Angst? Vor einem Kampf fürchte ich mich nicht. Aber vor den Konsequenzen deiner Taten. Dieses Lager ist das Einzige, was uns noch geblieben ist. Es hat vielleicht nicht zur Zufriedenheit aller funktioniert. Aber es hat funktioniert. Und mit jedem, den du tötest, bricht ein Stück unserer Gemeinschaft auseinander. Wir sind Banditen, Ausgeschlossene, Gesetzlose, Verachtete. Wo wir auch hingehen, man wird uns jagen, einsperren und töten. Es gibt keinen besseren Ort für uns als diesen. Keine bessere Zeit als jetzt. Worauf willst du hinaus? Diese Männer brauchen jemanden, der sie führt. Wer soll das machen? Du? Du, der ständig von Ort zu Ort zieht? Dann übernimm du doch die Führung des Lagers. Okay. Aber was ist mit Raven? Raven wird bald ganz andere Sorgen haben. Ich werde mich um ihn kümmern. Ach ja, und sorg dafür, dass die Gefangenen das Lager unbehelligt verlassen können. Geht klar. Ich werde mich um alle Wachen hier draußen kümmern. Okay, ich hatte schon befürchtet, dass ich gegen ihn kämpfen muss. Aber zum Glück ist das nicht der Fall. Okay, alles klar. Und die Folge ist schon wieder vorbei? Im Ernst jetzt? Also wenn man zu tun hat, verfliegt die Zeit echt wie im Flug. Gut, dann gehen wir jetzt in der nächsten Folge in die Mine und befreien die Sklaven. Jetzt haben wir ja freie Bahn. Und Raven ist auch schon ersetzt, also von daher wissen wir ja, was wir in der nächsten Folge alles zu tun haben werden. Also, ich höre euch dann, oder beziehungsweise ihr seht dann das Ganze. Ich weiß nicht, wie ich mich verabschieden soll. Okay, wir hören uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Also bis dahin, ciao.